haben oder nicht haben. Es hilft, glücklich zu sein, aber es ist nicht alle, ne? 1% hat alles. Man kann nie genug haben. Gedruckt wird es bei der Bundesbank, aber wie genau weiß ich auch nicht. Nee. Ich bin einfach Victim von dem System. Über Zentralbanken oder Banken oder wie auch immer. In den USA ist es ja die Federal Reserve irgendwie. Hier macht es, glaube ich, schon der Staat. Weiß ich nicht genau. Ja, der Staat, oder? Wird auch aus dem Nix, wird irgendwie Geld erschaffen. Ne? Die Zentralbanken machen das auch, ja. Die drucken halt das ganze Geld. Oder hier die Bundesbank. Ne? Wer die Kontrolle über Geld hat, hat sehr viel Macht. Also es wäre schon besser, wenn man eine starke Demokratie hat oder eine starke staatliche Institution hat, dass das schon staatlich irgendwie kontrolliert wird. Ich glaube, das sollte lieber eine öffentliche staatliche Gewalt machen. Eine zentrale, souveräne Bank des Landes, die müsste das Wirtschaftswachstum ermitteln und dann auf dem das Geld drauf. Ich würde sein, eine Staatinstitution. Pest, Cholera. Ich würde schon eher, glaube ich, zum Staat tendieren als zu privat, weil privat wenig Einfluss drauf hast. Nee, war mir nicht so bewusst. Ich bin bisher immer davon ausgegangen, dass das Geld verliehen wird von den Einlagen. Ja, habe ich in einem Doku gesehen. Ich wollte nur damit sagen, ich habe das Wissen nicht. Also so wusste ich das nicht. Ich habe mich ein bisschen versucht, in die Materie mal reinzuarbeiten. Das ist schon kompliziert. Auf jeden Fall. Ja. Also ich glaube, dass Geld eine der größten Einflüsse hat auf der Welt. Ja, sicher. Auf jeden Fall. Viel zu viel.